Hallo. Okay. Hallo. So, hallo, mein erster Gesprächspartner ist Patrick. Patrick, und Patrick hat hier einen Stand mit Socken. Fingers crossed. Fingers crossed, genau. Und ich war halt früh 1,5 Stunden auf der Rolle und dann noch 1,5 Stunden laufen und hatte dabei meine Baumwollsocken an, die mir meine Mutter, also Snoopy Baumwollsocken, die mir meine Mutter geschenkt hat vor 3 Jahren zu Weihnachten. Was war, also, und das mit den Socken ist ja immer so ein Ding beim Radsport. Was ist das Ding mit den Socken im Radsport? Was ist das Ding an Socken im Radsport? Ja, warum ist das so gepusht? Warum verkaufst du Socken? Also ich glaube, dass man sich mit Socken so ein bisschen weg von dieser Uniform bewegen kann. Okay. Eine modisch coole Socke gibt dann immer noch Spielraum, sich so ein bisschen individualisieren. Okay. Ganz genau. Gott sei Dank für uns haben Socken heute einen hohen Stellenwert. Ja. Okay. Und eure Socken erfüllen die noch einen Zweck, den meine Baumwollsocken nicht erfüllen? Absolut. Absolut. Kannst du mal ein paar eine zur Hand? Ja. Also mit der Qualität Polen, die wir benutzen, haben wir tatsächlich aktuell die leichteste widerstandsfähigste Socke. Okay. Also das widerstandsfähigste Garn am Markt. Ja. Und im Vergleich zu deinen Baumwollsocken, wenn du schwitzt, wird der Schweiß nach außen transportiert. Genau, ja. Das hast du gemerkt, dass der 1,5 Stunden Rolle, ja, ja. Füße, Käsefüße, nasse Schuhe, das hast du bei unseren Socken nicht so sehr. Natürlich, wenn man drinnen fährt, ohne Gegenwind, 1,5 Stunden schwitzt, dann wird es auch irgendwann nicht mehr so viel transportieren können, aber deutlich besser als mit deinen Baumwollsocken. Okay, alles klar. Und was kostet ein paar von, also meine Baumwollsocken von Muttern waren ja umsonst, sag mal, im Einzelhandel würden die vielleicht pro Paar 3 Euro, ja, so ungefähr. Was kosten eure? 20. 20 Euro? Im Laden. Okay. Ja. Danke, Patrick. Danke dir. Für den Einblick in die Sockenwelt. Ja. Alles klar, danke. Go! So, wir sind jetzt am Stand von Assos. Und du bist? Ich bin der Tomek. Hi. Tomek? Guter Name? Tomek Motta. Kommst du aus Polen? Ich komme aus Polen. Ja. Okay, wir sind jetzt bei Assos. Und Assos ist irgendwie eine besondere Klamottenmarke. Warum? Ja. Was macht euch besonders? Und zwar ist die Geschichte und die Entwicklung, die wir vorgenommen haben. Wir waren von Anfang an die Pionieren in den Radbekleidungsmarkt. Okay. Die Firma hat eine ganz interessante Geschichte, die ist 1976. Ende der Geschichte ist, da hat das Fahrrad gebaut, als erste in der Welt, hat es zum Windtunnel gebraucht. Ja. Dort festgestellt, das Ganze liegt eigentlich nicht so weit, so viel an Rad wie an Bekleidung, weil die zu der Zeit noch mit Kohlbekleidung war. Ja, genau, ja. Ja. Und haben wir noch geraucht? Ja, das war zusätzlich. Aber wir suchen einfach die Perfektion. Was ist aber jetzt der Unterschied? Ich meine, es gibt ja auch noch andere oder ganz viele teure Radausstatter. Zum Beispiel euer Kontrahent, möchte ich jetzt mal nennen, Rafa zum Beispiel. Was ist aber jetzt, also ich meine, ich hab auch eine Hose von Assos mir gekauft, weil in allen Foren steht, du hast Sitzprobleme, kauf dir eine Hose von Assos. Ja, das stimmt. So, und ich frage mich, was soll das? Ich meine, es kostet 180 Euro, ich habe eine gebrauchte für 60 gekauft. Ja. Also gebrauchte Hose ist auch so ein Problem. Ja, aber also wenn du jetzt so ein Budget hast wie ich, dann kannst du halt keine 180 Euro Hose kaufen. Muss man auch. Und wenn du so eine Frau hast wie ich, dann sowieso nicht. Ja. Also was uns ausmacht, ist dann auch, also wir sind wirklich die Shorts Company genannt. Was uns von der Konkurrenz abzieht, ist die Technologie. Also wir leben Radfahren. Das Produkt wird von Anfang an mit Radfahren im Hintergrund entwickelt. Okay. Die
das fängt vom Stoff an. Wir haben ein eigenes Textillaborator in Lugano, ja, wo alle Stoffe fürs Radfahren gemacht sind. Okay. Die werden dann zu unserem Testteam und unserem Designteam weitergeführt. Ja. Die entwickeln dann für eine Hose mehr wie 80 Prototypen, um einfach festzustellen, dass es schon wirklich geht. Ja. Und das Endprodukt ist dann wirklich viel entsprechend. Was uns auch ein bisschen absetzt, sind die Polster haben wir ähnlich bei mehreren Herstellern. Genau, ja, aber ja, so wie die eingebaut sind bei uns, ist patentgeschützt von uns. Ja. Wir haben ein sogenanntes Golden Gate-Patent, wo. Ja. Wirklich ein altes Modell, ja, aber ich bin wirklich aus der alten in die neue Hose rein und dachte, das gibt's doch nicht. Ja. Verdammt. Ja, also die beste Werbung für uns ist einfach das, was die Leute sagen. Ja. Viele schwören einfach drauf. Und leider ist, wenn ich schon angefahren bin, gehe ich ungern zu anderen. Das stimmt, das gemerkt. Super. Das ist eine Frage, die mich schon beschäftigt hat. Vielen Dank, Tomek. Gerne. Hat mich auch gefreut. Und viel Spaß noch. Danke, dir auch. Ciao. So, jetzt sind wir hier beim Sitzmann. Du bist der Benni, genau. Und ich hatte ja große Sitzprobleme, gerade auch schon bei Assos. Die haben mir schon zum Teil geholfen, meine Sitzprobleme zu beheben. Zweiter und noch wichtigster Teil war eigentlich der Umstieg auf einen Sattel von SQ-Lab. Es gibt ja ungefähr hunderte verschiedene Sattelhersteller. Und alle sagen, bei uns sitzt super. Aber ich habe ungefähr 6 ausprobiert. Speiseeis wurde mir zum Beispiel hoch angeprangert, okay. Specialized, ja, ja. Aber da lief es irgendwie gar nicht so gut und dann habe ich euch probiert und dachte, also was soll das? Warum macht das nicht jeder? Was? Was ist das Besondere bei euch? Warum kann das so? Also man liest ja auch in Foren, überall steht. Ich meine, wir machen es halt schon relativ lange, kann man sagen. Okay. Also, die Firma wird jetzt dieses Jahr 15 Jahre alt. Ja? 2002 hat unser Geschäftsführer Tobi Hild das Sitznormvermessung erfunden. Okay. Also, wir hatten früher noch die Messpappe. Genau, ja. Damit hat es angefangen. Mittlerweile haben wir das System, ja, sag ich mal, verbessert. Wir haben jetzt die Lochplatte, ist aber immer noch analog. Okay. Analog hat aber große Vorteile, weil du, sag ich mal, wie der Doktor seine Röntgenbilder an die Tafel macht, können wir unser Messpapier auch lesen. Das heißt, ich kann sehen, wie der Sitznormabstand ist. Da habe ich gleich große Abdrücke. Ja. Habe ich vielleicht verschieden große Abdrücke, dann wird das auf dem Beckenstiefstand hin und kann dann individuell beraten. Ja. Und Vorteil eben noch bearbeiten mit Ärzten zusammen. Das heißt, die Konzepte, die wir haben, das Sattelbreitensystem beispielsweise, ja, das Stufensattelprinzip haben wir mit Urologen gemacht, mit Dr. Schlauch, das möchte. Active System wurde mit einem Wirbelsäulenspezialisten Dr. Klöringer aus der Galerie mitentwickelt. Okay, und ja, wir haben viele Testfahrer und ja, wie gesagt, wir machen es schon ein bisschen und daher kennen wir uns, sage ich mal, ein bisschen aus. Die wichtigste Frage, also was ich mich immer frage, ist euer Sattel, also wenn man jetzt die richtige Breite wählt, ist das was für jeden? Würdest du jedem euren Sattel empfehlen? Oder passt euer Sattel zu jedem? Nein, also 100% wär gelogen. Okay. Das kriegst du nicht erreicht, ja, weil doch jeder für sich so individuell ist. Ja. Das ist einfach ein Thema Ergonomie. Ja. Ist schwierig, aber ich würde sagen, wir kommen auf 90%. Okay. Also durch die Sitznormvermessung, ja, Berücksichtigung der Sitzposition, im jeweiligen Einsatzbereich den Sattel auszuwählen, da sind wir schon sehr nahe dran, dass das passt. Okay. Und alles am Schluss entscheidet dann halt einfach klar, Sattel mal Probe fahren, genau, 2 bis 3 ja, Testausfahrten sozusagen zu machen. Okay. Und dann kann man sagen, passt oder passt. Okay. Super, das war ein guter Einblick. Ich kann euch wirklich empfehlen aus eigener Erfahrung. Ich werde noch nicht gesponsert, das klären wir gleich noch. Vielen Dank. Gerne. Viel Spaß noch. Jawohl, dann riesig. Danke dir. Hier, jetzt. Das ist der Martin. Der hat mir gerade einen Sticker gegeben. Den finde ich jetzt gerade nicht. Ich kann aber hier drauf filmen. Guck mal hier. Der Martin hat ein Magazin, das heißt Cycle. Ja. Und ich habe das gesucht. Ich habe das schon gesucht. Im Zeitschriftenladen, im Festbuch. Habe ich gefunden. Die Frage, die sich mir stellt, ist, es gibt ja zwischen den ganzen verschiedenen riesen Fahrradzeitschriften und Zeitungen und Magazinen, gibt ja eine Unmenge. Und alle machen irgendwie so auf Lifestyle und manche ein bisschen mehr technisch und manche ein bisschen mehr fixie, andere ein bisschen mehr
Also ich, Gravel und Offroad, Mountainbike, gibt's ja alles. Warum hast du jetzt gesagt, mir egal, ich mach mein eigenes Magazin? Ja, ich fahre halt gerne Fahrrad, ne? Na hier, jetzt? Hier, jetzt. So, und dann kommt da noch dazu, dass ich gerne Geschichten erzähle. Und das war eigentlich eine ganz korrekte Kombination. Da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Magazin. Naja, ist ja nicht so, also ich habe ja schon ein bisschen länger mal so ein Magazin gemacht, aber das ist jetzt halt mein Magazin. Und da mache ich jetzt dann halt mal genau so, wie ich das cool finde. Okay. Dazu gehört halt auch, dass du das im Zeitpunkt da findest. Okay, also nur direkt vertrieb quasi. Ja, genau. Das Ding ist halt einfach, du musst so viele Hefte drucken, um da überall zu liegen. Ja, 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 ja. Die meisten davon schmeißt halt in die Tonne. Ja, ja, so, genau, ne? Also ja. Ich sag mal, wenn du 10.000 druckst, kannst du 8.000 direkt schreddern. So, ja. War mir einfach zu schade und ist ja auch teuer. Ja. Und da haben wir halt gesagt, komm, wir drucken halt weniger Hefte. Ja. Und die sehen wir dafür dann auch zu, dass die gelesen werden. Was, wo ist dein Fokus? Also machst du, ich glaube, das erste war so Gravel-Kram, also so, wie soll man das beschreiben? Gravel ist ja so ein Trend. Man sagt, Rennrad auf dem Schotterweg. Ja, also ich kann das ja mal ein bisschen abkürzen. Ja. Das ist, also wer mich kennt, der weiß, dass ich einfach gerne Fahrrad fahre. Ich fahre also gerne Mountainbike Downhill. Ich fahre auch mal Rennrad oder auch mal 500 Kilometer am Stück. So. Okay. Also mir kannst du einfach ein Fahrrad geben, außer vielleicht dem Achso. Und dann habe ich da schon irgendwie Spaß mit. Okay. Und ja, das ist einfach so, das ist so der Leitsatz. Ich mache das, weil ich möchte einfach Geschichten erzählen, die vielleicht irgendwen anders auch mal so ein bisschen inspiriert, das mal auszuprobieren. So. Okay. Und wenn jetzt dort gerade mal so ein Bikepacking-Rad da steht, so, dann fahre ich damit irgendwo hin und finde das voll cool, wenn einer sagt, ey, mega, will ich auch mal ausprobieren. Ja, okay. Und das ist so ein bisschen die Idee. Und deswegen bin ich da jetzt nicht sehr festgelegt, aber ich habe halt schon gesagt, Mountainbike-Heft müssen wir jetzt nicht machen, da gibt es schon so viele von. Ja, ja, ja. Dann machen wir doch mal eins mit allem anderen irgendwie so. Und im Moment im Winter ist halt das Gravel-Ding ganz, ganz praktisch, weil man da einfach sehr unabhängig ist. Jetzt geht es ein bisschen los mit Bikepacking im Frühling, mal unterwegs ein bisschen zelten. Ja. Wird im nächsten Heft auch einiges kommen. Jetzt fahre ich ja von Freiburg nach Berlin unterwegs, im Frühling. So. Das mal, wenn jetzt im Frühling, ja, bei ungefähr 0, minus 5 bis 5 Grad ist der. Ist der Martin gefahren von Freiburg, meiner Lieblingsstadt, im Breisgau, hier nach Berlin und also mega krass. So, also ich bin ja gestern auch mal unterwegs gewesen, 100 Kilometer und dachte, das mache ich die nächsten drei Wochen nicht mehr, aber du hast es einfach durchgezogen, jeden Tag zwischen 90 und... Es waren so immer 150 bis 200. Ja. 150 bis 200 Kilometer bei den Temperaturen, ist einfach mega krass. Deswegen muss ich euch sagen, kauft das Magazin. Ja, unbedingt. Lifecycle kommt vierteljährlich? Vierteljährlich. Wir können auch immer gerne alle mitkommen. Meistens mache ich diese Touren so ein bisschen öffentlich, weil weil ich das klasse finde, wenn ihr nicht mal nur alleine fahren müsst. Ja. Es stand sogar am Neckar einer auf der Brücke mit einer Kanne Tee in der Hand. So, der rief dann da so Tee und dann haben wir da geil Tee getrunken, ein bisschen geschnackt. Ja. So, das finde ich cool. So, Radfahren alleine ist total cool. So, das ist Meditation, halt auf zwei Rädern. Und, aber wenn einer dazu kommt, ist dann auch cool, dann fällt man auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann motiviert das auch. Und ja, ich poste das immer vorher schön bei Facebook und bei Instagram. Ja. Und freue mich immer, wenn jemand mitfällt. Martin, vielen Dank. Danke dir auch. Fährst du wieder zurück? Naja, zurück zwar anders. Also ich mache das immer so, dass ich meistens mit dem Bad irgendwo hinfahre. Ja. Und dann mit dem Zug oder so nach Hause, weil das einfach ist jetzt einmal. Irgendwann muss man dann nochmal wieder mit dem Zug raus. Ja, und außerdem bin ich jetzt auch fertig. Zeigt sich live im YouTube. Genau, das mache ich nicht oft. Das macht er nicht oft. Wer ihm gefolgt, wer ihm jetzt folgt, wie ich das angeordnet habe, der sieht, dass man ihn eigentlich nie sieht. Aber jetzt sieht man ihn. So extra hier für die Bike Show. Alex ist der immer ganz viel Fahrrad fährt. Am liebsten ganz lange und ohne Unterbrechung. Lang und hart, bei wenig Zeit. Genau. Muss ich ausreizen. Ich habe genau zwei Fragen an dich. Erste ist, du hast ja auch Kinder. Wie vereinbarst du das? Also wenn Radfahren ist das Problem, man kann lange Radfahren. Man kann sehr lange Radfahren und das macht großen Spaß. Aber mit der Familie, das ist immer schlecht zu vereinbaren. Da ist vielleicht Laufen besser, weil Laufen tut schneller weh. Muss man schneller aufhören.
Warum? Also wie geht das mit der Familie klar? Also A, kann ich nicht mehr laufen, ich mache mein Knie nicht mehr mit, und B, mache ich es dann so, dass ich zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinfahren zum Ausflug, fahre ich eine Strecke mit dem Rad. Die Familie fährt mit dem Auto hin und ich fahre mit dem Auto zurück oder umgekehrt. Und so sparst du dir schon Zeit. Okay, also ja, baust du den Alltag ein? Zum Beispiel. Quasi, okay. Oder ich fahre auch mal nachts oder abends los, wenn andere vor der Glotze sitzen. Okay. Und zweite Frage, musst du vielleicht kurz drüber nachdenken, warum? Also warum fährst du das Rafa-Fest Heat? Einfach, also warum, also ich will gar nicht wissen, wie das geht, aber warum? Weil ich gerne meine Grenzen auslote und weil es nicht jeder kann. Okay, aber hast du, also meinst du, willst du schon ein bisschen absetzen von anderen Strafe-Aktivisten? Nee. Okay. Kurz und bündig. Du bist ja jetzt hier mit Martin, den ich gerade schon interviewt habe, hergefahren. Ich bin ein Teilstück mitgefahren. Genau, ja. Ich bin ihm quasi ab Leipzig entgegen. Genau. Ich finde ja, im Winter draußen fahren ist ganz schrecklich. Und du bist ja, habe ich gesehen, ein großer Indoor-Hasser. Ich bin kein Hasser, aber ich fahre halt gerne draußen. Okay. In der Luft, das ist mein Ausgleich zum Alltag. Aber Zwift wäre für dich nie eine Alternative, Fragezeichen? Ich würde es mal ausprobieren, aber ich habe es noch nie. Okay, wird's noch mal. Daher bin ich für alles offen, aber lieber draußen und sich schmutzig machen. Also, Toben für die Großen sind. Okay, das war Alex. Vielen Dank. So, jetzt stehe ich mal links und Philipp steht rechts. Philipp ist der Mensch von Cannondale. Marketing. Was ist ein Marketing? Marketing. Oh, ich stehe auf Marketing-Menschen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bin ich der Einzige wahrscheinlich. genau, ich habe gerade schon kurz mal, ich lungere die ganze Zeit am Kennen, der stand rum, eigentlich wollte ich noch, naja, egal. Ist ja doch schön hier. Ja, wunderschön. wir haben gerade schon festgestellt, alle bleiben bei den, also Martin hat das festgestellt, alle bleiben bei den schmutzigen Rädern stehen und nicht bei den sauberen. Und ich will eigentlich mal wissen jetzt, Cannondale ist eine Marke, wo er sagt, die ist irgendwie vom Gefühl her, die feiern mega viele, die haben so einen Kultcharakter, die sind irgendwie nicht besonders billig, müssen sie anscheinend auch nicht, weil die haben eine feste Anhängerschaft. Und deswegen die Frage an dich, was ist das Ding mit Cannondale? Naja, Cannondale, hast du ganz gut formuliert, wir haben halt echt viel Anhängerschaft, die schon lange Zeit dabei ist und weiß, was Cannondale über die Jahre hinweg gemacht hat. Ja? Okay. Von guten wie in schlechten Zeiten. Ne? Haben wir eigentlich alles durchgemacht. Wir haben angefangen mit Alurahmen, da hat noch keiner über Alurahmen drauf gemacht. Wir waren der erste Hersteller, der ein Tour de France Team, also der erste nordamerikanische Hersteller, der ein Tour de France Team eingebracht hat. Wir haben Lefty, wir haben auch mal versucht, Motorräder zu bauen, was auch gut geklappt hat. War dann finanziell nicht ganz so erfolgreich wie gewünscht. Okay. Aber wir machen ganz, ganz viele Produkte selber. Okay. Und das ist einfach was, was uns als Marke auszeichnet und was halt auch cool ist, wenn man das so ein bisschen mitnehmen kann. Du hast ein bisschen was zu erzählen, du hast halt ein Produkt, was nicht einfach jeder hat. Klar, okay. Rad über den Preis verkaufen, das ist eine. Das machen halt viele, ne? Ja, genau. Und dann aber, dass du halt hingehst und sagst, hör mal zu, wir haben eine Kurbel, wir haben eine Gabel, wir haben Kettenblätter, wir haben Technologie an Rahmen, wir haben Lenkervorbau und weiß ich nicht, alles dabei. Ja. Und das sind alles so Dinger, wo du sagst, ich habe halt ein komplettes Produkt. Ich habe nicht einfach nur einen Rahmen, sondern ich habe ein komplettes Produkt. Okay. Dadurch, dass wir das halt in-house machen, dass die Komponenten zusammen entwickelt werden, Rahmen und Gabeln, wird einfach miteinander gebaut, wird miteinander entwickelt, harmonieren die Produkte einfach besser miteinander. Also du kannst zum Beispiel Lenkwinkel mit Gabelvorläufen kombinieren, kannst auch mal Sachen ausprobieren, was halt nicht geht, wenn du jetzt zu einem konventionellen Gabelhersteller gehst und sagst, hör mal zu, möchtest du das Rad machen, dann sagt er, okay, wie viele hättest du gerne? Ja. Also viele, ja, dafür machen wir es aber nichts custom. Okay. Und das sind so die Sachen, wo man natürlich innovativ sein kann und einfach Sachen machen kann, die nicht jeder andere machen kann. Und das kostet natürlich Geld, weil wenn du eine Armee von Ingenieuren beschäftigst, die das machen, dann musst du die irgendwie bezahlen. Die machen, also klar, in der Fahrradbranche machen viele Leute ganz viel, einfach nur, weil sie Bock auf Fahrräder haben. Ja, ja, genau. aber trotzdem müssen sie ja hin und wieder was essen. Ja, das ist richtig. Und deswegen müssen wir die Leute bezahlen. Ja. Und das natürlich spiegelt sich das in dem Produktpreis wieder. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, oder das heißt, glaube ich, das weiß ich, was den Leuten, die unsere Produkte kaufen, einfach wert ist, in die Hand zu nehmen, was zu haben, wo einer Hirnschmalz reingesteckt hat, wo ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit drin ist und wo einfach ein spezielles Produkt, was aufeinander abgestimmt ist, bei rauskommt. Okay. Was ist dein Lieblingsfahrrad? Da könntest du mich jetzt auch fragen, wie viele Räder hast du im Stall, weil
Das ist ganz schwer, du sagst ja auch nicht zu deinen Kindern, welches ist dein Lieblingskind. Wäre ja auch ein bisschen unfair. Ja, das stimmt. Ne? Ich habe wirklich erst eins. Ja gut, okay, ich habe noch gar keins, aber ich behalte mir mal vor, dass wenn ich mal mehrere Kinder haben sollte, dass ich nicht eins als Lieblingskind auswähle. Okay. Ganz, ganz schwierige Frage. Im Moment fahre ich relativ viel mit meinem Synapse. Ja. Ist ja so ein bisschen nicht so wahnsinnig viel Mountainbike-Saison, wobei wir in Freiburg mit unserem Büro halt die Luxussituation haben, dass Mountainbiken auch geil ist. Ja, aber ich fahre Jekyll, ich habe einen Skalpel, ich habe einen Synapse. Hast du nur Cannondale, sind wir ehrlich? Hast du nur Cannondale? Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich habe ja eine Zeit von vor Cannondale und ich bin halt auch ein Fahrrad-Nerd. Okay, ja. Deswegen, ich habe ganz viele Fahrräder, wo ich mich emotional nicht von kennen kann. Wo man aber auch sagt, hey, das macht jetzt gar keinen Sinn. Also das, was ich da mal rein investiert habe und so weiter, dann packst du es in irgendein Forum, willst es verkaufen, dann kriegst du irgendwelche Angebote, wo du sagst, weißt du was, ich häng's mir an die Wand und freue mich drüber, dass ich es hab. Ja. Deswegen hast du ein Lieblingsrad? Nee, aber ich habe natürlich immer mal wieder eine Präferenz, mit welchem ich gerade fahre. Okay, super. Philipp, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und tschüss. Ja, ciao. Also, ich bin zurück zu Hause, heiser, weil ich so viel gesprochen habe mit verschiedenen Menschen. Die Berliner Fahrradschau 2018 ist quasi für mich vorbei. Mein kurzes Fazit, Nummer 1, für mich war es ja das erste Mal, dass ich auf so einer Messe war als, ich weiß nicht, YouTuber, wie auch immer. Deswegen war ich vorher auch ziemlich aufgeregt und habe mir ziemlich viel in den Kopf gemacht, wie ich das jetzt da mache vor Ort. Wen spreche ich an? Wie komme ich mit denen zurecht? Klappt das so, ohne vorher groß ein Konzept oder einen Plan zu haben? Und da kann ich sagen, das hat mir großen Spaß gemacht, da mit den ganzen verschiedenen Menschen zu sprechen und mich da umzugucken. Die Gesprächspartner, die ich mir rausgepickt habe, also vor allen Dingen ASOS und SQ Lab, habe ich wirklich gemacht oder ausgepickt, weil ich mit diesen Firmen nicht irgendwie eine große Bindung habe oder irgendwie mit denen was zusammen mache, sondern weil ich mit denen einfach richtig gute Erfahrungen gemacht habe. Obwohl ich immer noch finde, dass die Hosen von ASOS einfach zu teuer sind, um die einfach so zu kaufen. Für mich jetzt in meinem Budget zumindest. Es lohnt sich, aber es ist immer noch schweineteuer. Fazit Nummer 2 ist, dass je kleiner das Unternehmen, desto interessanter die Ansprechpartner. Man hat also gemerkt, dass die kleineren Aussteller, also wie zum Beispiel der Patrick mit seinen Socken, ja, da noch ein paar andere Sachen, aber hauptsächlich stellen die ja oder vertreiben die Socken, war für mich persönlich jetzt wirklich ein sehr interessanter Gesprächspartner, weil der einfach frei von der Leber weg erzählt. Und bei den größeren Firmen wie ASOS und auch Cannondale hat man einfach gemerkt, ja, das sind halt Marketingmenschen. Also die. Da merkt man einfach, die wissen, wie sie mit Journalisten oder Öffentlichkeitsmedien umgehen müssen und haben da ihr Konzept, wie sie reden, preisen natürlich sich und ihre Firma und reden natürlich anders über ihr Unternehmen als die kleineren Firmen. Und mein drittes Fazit, wenn man seine Leidenschaft neu entfachen will für ein Thema, dann geht man auf eine Messe, wie zum Beispiel die Berliner Fahrradschau. Wenn man von den drei Disziplinen ausgeht, jetzt eher der Radfahrer, fahre schon länger Rad, als ich die anderen Sportarten betreibe. Und gestern habe ich wieder gemerkt, wie geil das ist, das Fahrradfahren. Also wie komplex und wie umfangreich die Thematik ist, wie weit das geht, wie detailliert, also gerade mit den Socken und wie spannend das Thema auch ist einfach. Das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt, wie schnell man dann in dieser kompletten Fahrradwelt ist und wie viel Spaß es macht, sich da mit anderen auszutauschen, die auch in dieser Welt versunken sind und da ein bisschen auch zum Nerd wird irgendwie. Und das macht einfach Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mich da zu verfolgen, mir zuzusehen und mit mir durch die Gänge zu schreiten. Ganz wichtig, jetzt sollte jeder, der noch nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren, weil ich habe ein paar Produkte von meinen Gesprächspartnern bekommen, die ich in der kommenden Woche verlosen werde. Dazu solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, damit ihr das dann mitbekommt. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zugucken.
Und vor allem vielen, vielen Dank an meine Gesprächspartner Patrick, Tomek, Benny, Martin, Alex und Philipp. Ich versuche jetzt ein bisschen an meiner Stimme zu arbeiten und trinke erstmal einen Ingwertee. Na hier, jetzt. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.